Thomas? Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo. Danke, gern geschehen. Bitte. Bitte, danke. Kann ich dich was fragen? Möchtest du uns die beiden Damen vorstellen? Ja, man lebt ja heutzutage sehr gefährlich als Star. Und ich habe mir also zwei Damen zu meinem persönlichen Schutz angeordnet. Denn ich habe gehört, hier gibt es ein paar Mädchen und vielleicht sogar den einen oder anderen Mann, der mir in die Wäsche will. Ist ein Ding. Und die können Karate? Das Leben ist gefährlich. Wie können die dich verteidigen? Mit Zuschlagen? Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht demonstrieren, weil die Damen beherrschen so ziemlich alle Selbstverteidigungsarten. Und sie können nicht nur sich selbst, sondern auch mich hervorragend verteidigen. Das heißt, wenn ich dir jetzt indiskret die Frage stelle, dann kriege ich von denen ein paar aufs Maul. Ist das so? Ja, auch die Handbewegung war schon sehr gefährlich gerade. Okay, ich frage dich jetzt und ich gehe aus dem Dunstkreis deiner Bodyguards. Du, ich habe ja Leuten hören, du hast ja deinen Piepmann tätowieren lassen. Was habe ich vergessen? Deinen Piepmann hast du dir tätowieren lassen, stimmt das? Ja, der ist da. Wollt ihr es sehen? Ja! Ja, kann ich mir vorstellen. Also, obwohl ich ja bekannt bin als Mensch, der kein Privatleben hat, ist es ein bisschen seltsam, mir vor allen Leuten meinen Penis rauszuholen, um mein neues, sehr schönes Tattoo zu zeigen. Ich werde das erst meinen Eltern vorführen und vielleicht nachher auf der Party, wenn ich betrunken genug bin, auf dem Tisch stehen, tanzen und jeder, der da dabei ist, ist herzlich eingeladen, sich das anzugucken. Es ist schön geworden. Wir freuen uns sicher. Öffne den Umschlag und sage uns, wer gewonnen hat. Da rein. And the winner is Basis. Hallo, ich wollte erstmal meiner Familie danken und natürlich euch Fans. Ihr habt das überhaupt ermöglicht, dass wir hier oben stehen. Danke. Ich will ihn auch halten. Ich danke auch Gott und euch allen. Danke. Okay, ich will das kurz ein bisschen detaillieren. Wir danken der Polydor, Karin Heinrichs, Seegang Musik, Thorsten Brötzmann, Frank Ramon, Alex Grob, Markus Sternberg und ganz besonders Viva, die uns von der ersten Single an gefeatured haben und immer für uns da war. Danke, Viva. Und euch Fans, den meisten Dank. Wir haben jetzt noch eine Frage an euch. Da fehlt doch jemand. Wo ist Kami? Ja, Kami ist leider heute nicht unter uns. Ich bin sicher, dass sie sich auch bei euch bedanken will. Aber die macht im Moment Schauspiel. Und deshalb ist sie leider gerade nicht bei uns. Okay, aber wir grüßen sie trotzdem. Kami, schade, dass du nicht da bist. Basis! Thomas! Du, eine Sache noch. Ich habe Jenny vorher gefragt, was lief. Sie hat zu mir gesagt, frag Thomas. Ich frag dich. Kein Kommentar. Oh, wen soll ich denn jetzt fragen? Den lieben Gott? Wie soll es denn nur weitergehen? Okay. Ich kann dir sagen, wie es weitergeht. Die hauen mir jetzt ein paar rein für die Frage. Okay. Tschüss! Thomas D. Ja, Markus, das war ja wohl ziemlich heikel gerade, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich nachher auf der Party mehr von Thomas D. erfahren. Das war wirklich arschknapp und ich gucke mir das Ding an, verdammt nochmal. Ein Gespräch unter Männern, da bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast, aber egal.